Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin Mr. Kata 4, Let's Playing das Kaninchen und mit dabei ist Flummi. Hallo. Und wir haben nachgeschaut, wie man an Dings kommt. Denkst du an Beton? Ja, den mache ich die ganze Zeit im Inventar. Ah, so machst du schon. Mache ich schon die ganze Zeit. Wenn immer Platz ist, mache ich das. Wir könnten aber aus den Türen, den äußeren Türen, noch Stahltüren machen. Das könnten wir machen. So viel haben wir ja. Du kannst ja auch Stahl herstellen eigentlich, oder? Aber ich kann das ja auch mal lernen. Dann stelle ich einfach mal nochmal so 50 Stahl her, oder? Ja. Die Tür hält ja auch eine Weile. Warum sagst du Hallo, weil du mich nicht hörst? Nein, weil mein Rechner, also der Dings gerade nicht reagiert. Kann auch sein, dass ich gerade auf den falschen Knopf gedrückt. Nein, ich hab dich schon verstanden. Gut. Warum hab ich die mitgenommen? Keine Ahnung. Niemand weiß es. Gut. Und zwar... Man kann die Refrigerator gar nicht auseinander... Ach doch. Ich nehme alles zurück. Und ich hab ein Kabel. Okay, sehr gut. Wir suchen die Ewigkeiten, wie man an diese Kabel rankommt. Und es ist, ich habe zwei Scrap-Kabel sogar. In Autos auf jeden Fall, aber auch in Kühlschränken und Öfen. Wo hast du das? Du hast das in dem Haus gemacht, ne? Aus dem Kühlschrank im Haus, ja. Sehr gut, dann gehe ich nämlich auch einfach mal in ein Haus. Denn wir brauchen Kabel auf jeden Fall. Dann geht das mit dem Beton nämlich alles einfacher. Womit hast du das auseinandergenommen? Ich habe das jetzt mit dem Wrench auseinandergenommen. Ah ja. Wie viel brauchen wir denn? So viel wie geht. Ich habe schon drei. Okay, ich habe jetzt auch einen bekommen. Warte mal, ich gucke mal, wie viel man dafür brauchte. Das ist der Concrete Mixer. Nein, wie ist der? Concrete Mixer? Zement Mixer. Ah, Zement Mixer. Ein. Aber ein Small Engine. Okay. Aber, Small Engine hatten wir nicht noch eine? Ich weiß es nicht. Ich lauf mal eben gerade zurück. Genau, guck mal, ich gehe mal kurz noch ein bisschen weiter auf die Jagd nach Autos dann zur Not. Heute geht's ja nochmal. Du kannst ja mal sagen, ob wir da noch eine Engine drin liegen. Ich werde gucken. Gucken Sie mit Augen. Stimmt, hier sind echt alles Siedler. Sonst? Mit Fibrissen. Wir haben 5 Engine. Na dann, können wir 3 Zementmixer bauen. Eine reicht, glaube ich, erstmal. Ich leg die Kabel da auch rein. Ja. Sollten wir uns vielleicht nochmal einen zweiten Forge bauen? Ja, Forge ist echt. Es ist. Wir haben langsam keinen Platz mehr. Wir können die unten, können wir doch noch bauen. In den Bunker. In den Bunker jetzt, oder? Ja, jetzt noch, aber. Aber wir müssen jetzt zum Beispiel auch der Dings wird auch richtig Platz wegnehmen, der Zementmixer, denke ich mal. Oh ja, wahrscheinlich. Das heißt, es kann eh nicht schaden, das langsam nach da unten zu verkraften. Und dann sind das, dann machen wir halt das so, dass wir dort unten die Ressourcen, oder die Rohstoffe. Das sieht ja geil aus. Produktionen machen, was denn? Wenn man die Tür das zweite Mal mit Stahl aufbaut, sieht die richtig cool aus. Hast du eine Außentür aufgewertet? Ja. Ah, mal gucken. Ich lass die mal gerade so, damit du die sehen kannst. Die Osttür, ne? Ja. Die ist ja geil. Jetzt kommst. Ja, und guck, komm mal rein und guck sie dir von der anderen Seite mal. Das sieht auch richtig gut aus wie die. Jetzt bräuchte man nochmal einmal 10 Stahl für noch eine Stufe. Hab ich nicht. Oben im Ofen müsste. Ja, ich hab mich ja schon rausgenommen. Ach so, na denn, sag das doch. Dann stelle ich doch einfach nochmal 60 Stück her, bis unser Clay wieder alle ist. Es waren ja 40 jetzt. 10 plus 10 für die andere Tür. So, man sollte ja lieber einen schlechte Engine nehmen, wurde geschrieben. Macht ja auch Sinn. Ja, weil falls wir ein Minibike mal bauen wollen. Ah, das ist ein unglaublich wichtige Minibike. In der Kiste liegen auch noch 20 Steel. Ah. Kiste. So, dann können wir jetzt... Spring Dings brauche ich noch. Ja.
So, jetzt stellen wir mal einen Zementmixer her. Der dauert hier nur 1 Minute 20. Meine, so ist sie auch schick, aber dieses... Diese komisches... was auch mal, dieser Hebel zum Öffnen ist cool. Der wird ja dann zu so einem Drehding, wenn man... Auch cool. Öffnet. Das sieht cool aus, wenn man die auf und zu macht. Alter, wie das klingt! Alter, voll massiv! Jetzt haben wir hier... Gehen halt nur langsam auf und zu, das ist manchmal ein bisschen nervig. Aber kann man... Ist die Frage, ist das nur eine Animation? Nein, es ist keine Animation! Das Geile ist auch, wenn du irgendwie die Tür aufmachst und weiterrennst, dann fliegst du ja so hoch. Ja, genau, das ist mir gerade passiert. Okay, musst du aufpassen. Ja. Wo schon Leute bei gestorben. Ja, kann ich nachvollziehen gerade. Ich könnte aber meinen Schlafsack hier wegnehmen. Aber die Kiste nicht. Aber da müsste der doch dann eigentlich hinpassen, der Zementmischer. Ja, und wir können die Schlafsäcke unten in den Bunker reinpacken. Ja. Also, ne? Wollen wir das mal machen? Genau. Mhm. Wir packen die mal in den Bunker. Der noch keine Tür hat im Übrigen. Oh, sollten wir vielleicht machen. Oder noch keinen echten Boden. Das ist nicht so schlimm, aber eine Tür wäre vielleicht gut, falls wir da hinfliegen wollen. Ja. So. Der Zementmischer ist auch fertig. Ach, der nimmt nur einen. Habe ich genug Stahl für eine Tür? Sind nicht? Vault Door kostet 12 Stahl. Hätte ich. Ich habe aber keine 2 Springs. Warte. Die haben wir hier bestimmt oben, ne? Ja, ja. Mehr als genug. So. Zementmischer ist da. Ich bin mal gespannt, wie der. Was der für Geräusche macht. Lustigerweise haben wir kein Zement mehr. Also kein. Dings mehr. Okay. Aber den kann man ja ganz schnell machen. Nebenbei hier. Nee, können wir nicht ganz schnell machen, weil das alles belegt ist. Ja, ich wollte ja auch noch einen. Ja, stimmt, das wollte ich mal Forge machen. Ach, der ist ja süß. Der ist süß, ne? Okay, der macht lustige Geräusche. Wie macht man einen Crash Sand? Ach, cool. Dann können wir ja selber Sand herstellen. Aus Stein, ne? Stein. Forge. Dafür braucht man noch ein Bellow. Ja, haben wir noch genug Fälle, müssten wir. Oh ja. Machst du einen oder soll ich? Ja, ich kann Bellows gerade machen, weil okay. Ich die hier gerade habe. Bellow, 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 Bellow. Warum zeigt er mir den nicht an? Nicht blöd. Lump of Clay. Es fehlt mir dann Iron Pipe. Hatte ich hier irgendwo reingelegt, das weiß ich. Ich hab die gerade in jetzt einer Alle? Ja. Sorry. Alle? Nee, hast du nicht alle. Hier sind welche. Okay. Hab mal auf meine reingepackt, die. Bellows. Weil den gehe ich gleich runter und pack das unten rein. In den Bunker. Was? Den Forge? Ach, nee, können wir auch hier reinpacken, den zweiten Forge, dann könnt ihr damit hin und fertig. Wir haben ja jetzt Platz. Ja. Dauert noch ein bisschen, aber die Tür ist fertig. Crushed Sand, Stone, Asphalt aus Stone und Dill Shade? Shale? Was ist denn ein Dill Shale? Also ich weiß, dass es Shale gibt in der Wüste oder überhaupt in den Höhlen. Aha. Ich weiß nicht, ob es nur in den Wüstenhöhlen ist oder ob das egal welche Höhle ist. Ich leg das mal, ich leg mal die Bullet Tips in die Kiste. So, Forge. Bist du ein Forge-Bauer oder soll ich? Nee, mach du. Dann machst du gleich alles und dann. Forge, was brauchen wir denn noch? Ich brauche Lump of Clay. Kannst du übrigens den ganzen Zement rausnehmen, den Zementmix, der noch drin liegt? Jetzt haben wir keinen Lump of Clay mehr. Noch in der Kiste? In welcher Kiste? In der unten, in der Small Storage. Ach, da ist es. Okay, ja. Mhm. Gut, gut, gut. Das kommt da rein, das kommt da rein. Das kommt da auch wieder rein. So. Was brauchte man für... Wo hätten Sie den gerne hin?
Na, ich dachte jetzt hier neben den Zementmixer, oder? Okay. Hätte ich jetzt gesagt, ist da eigentlich ganz gut passend. Ja. Gut, was brauchen wir denn jetzt noch? Achso, ich wollte die Tür da unten einbauen. So. Ich nehme mir mal einmal Concrete Mix die 500 hier raus. Die sind deine. Die sind all deins. Eh meine? Alles deins. Stahl brauche ich ja theoretisch eigentlich nicht in der Tasche. Forged Iron können wir gleich noch ein bisschen mehr machen. Ich mal eben die Tür einbauen. Mhm. Weil dann werde ich den mal dazu verwenden, dort ja, ganz viel... Ja, wollte gerade sagen, lass mal den rechten für Munition nehmen oder so. Für Munition? Den rechten? Den rechten. Also den neuen hätte ich jetzt erstmal für... Ja. Nur für... Also erstmal ganz viel Beton. Genau. Genau. So, hier ist jetzt eine Tür drin. Sehr schön. Ja, und hier trocknet dein Beton natürlich nicht, weil du nur einmal da ausgebaut hast. Wo denn? Dann kannst du doch in der Mine. Ja, ich will doch jetzt nicht den ganzen Beton verbraten. Wo trocknet der nicht? Sag mal. Sprich mal. In dem Vault, da hast du nur einmal ausgebaut, die Seitenwände. Da habe ich noch gar nicht ausgebaut. Das ist Holz. Das ist nur der Holz, das ist alles nur Holz. Okay. Da ist noch gar kein Beton drin, weil ich keinen Beton verbrauchen wollte. Okay, alles klar. Kann man, ja gut, das ist Holz, okay. Kann ich mitleben. Sperrholz oder so. Genau, ist alles nur Pressbahn. Weil der Eingang ist recht safe. Also zur Not verbarrikadieren wir uns da drin. Genau, falls alle. Dann sitzen Stricke wir da in der Falle. Das ja. Noch gibt's da keinen Ausgang. Aber der ist ja auch irgendwie geplant, dass das irgendwann so einen Tunnel gibt, wo man dann mit so einem Hatch. Also ich meine, Falltür wieder rauskommt. Zur Not gibt's immer einen Ausgang. Den Tod. Ja, aber unsere Schlafsäcke liegen auch da drin. Scheiße. Na gut, du kannst ja auch in der Nähe vom Schlafsack spawnen. Ja, das stimmt. Das war wahrscheinlich irgendwo draußen. So, okay. Tasche packen, wäre vielleicht jetzt ganz clever. Ich habe diesmal einen Splint dabei. Falls mir wieder einer die Beine bricht durch die Wand. Ich habe gerade noch Repair-Kits hergestellt. Das ist gut. Dann nehme ich mal meine Waffen an mich. Nimm das, genau. Brauche ich nicht. Was ich nicht brauche, ist die Steel Pickaxe zum Beispiel. Die brauchen, also die ganzen Werkzeuge brauche ich eigentlich gerade nicht. Eben. Nur zum Reparieren. Ja, dafür brauche ich ja keine Axt und Spitzhacke. Nee. Das brauchen wir nicht. Vorsicht, aber was zu essen ist immer gut. Meine Magnum-Munition. Vorsichtshalber die Pistole mit Munition, man weiß ja nie. Mhm. Ich habe 2 Repair-Kits, aber dann, wenn du gerade welche machst. Oh, da kommt eine Screamerin. Ich kann nicht gehört, dass es eine Screamerin ist. Oh, jetzt höre ich's. Ja gut, wir haben ja auch permanent Sachen an, ne? Komm schon. Geht tot. Ist sie tot? Ja. Oh, Spaß draußen? Ja, so viele sind das nicht. Die sind. Oh, da ist ein Polizist da? Wie geil. Was ist der Tag 28? Ab da sind ja Polizisten dabei, ja. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Der ist im Süden, Südwesten. Ah ja. Kotzt mich an. Shit. Oh, sehr gut. Bevor er explodiert ist. Oh, ich will den gerne looten. Mach doch. Wir sollten trotzdem, glaube ich, Stahl und Eisen in der Tasche haben. Ja. Für die Reparatur. Na doch, Stahl für die Türen. Für die Türen, ach ja. Jemand hat ja die Türen abgegradet. Ja, ich. Clever. Ich bin. Ja, stimmt, da müssen wir. Ah, oh, das ist natürlich doof. Ja.
Das heißt, das sehr wahrscheinlich werden wir die Hälfte aller Sachen. Aber dann nimm den Wrench mit, weil dann reparierst du. Nee, ist ja kein Problem. Dann nimm den Wrench und nicht den Clawhammer, dass du das nicht so weit upgradest. Was war das denn? Er hatte nur eine Taschenlampe dabei. Achso. Das war die Tür. Ja, ich nehme Stahl mit. Hast du Forged Iron bei dir? Ja. Ich hab, also du kannst ja das rausnehmen, was da drin ist. Das ist jetzt die Welt. Jetzt kommt ein Airdrop, wollen die mich verarschen? Ist der weit weg? Na, holen wir vielleicht lieber morgen. Ist er weit weg? Es geht. So. Die Hälfte des Weges bis zu unserem anderen Haus. Ah, das sind das ist eine Stunde. Eine Stunde. Ingame-Stunde. Ja, und eine Stunde zurück. Was schafft man da eigentlich? Wollen wir da schnell hinlaufen? Okay. Wo bist du? Ich bin oben, warte, ich komm. Okay, lass mir die Tür hier vorne auf, ne? Wenn du eher gleich rausgehst. Und auf geht's! Auf geht's, ab geht's! So schön, dass das jetzt angezeigt wird, ey. Oh ja. Was wir auch noch machen können, ist, Arrowheads können wir wieder herstellen. Oben noch, fällt mir gerade auf, wenn wir noch Zeit haben. Weil ein paar Federn dürften wir wieder haben und ich habe gerade gemerkt, dass meine Pfeile relativ arm. Ich habe noch 149. Ja, ich habe zusammen auch noch etwa 80, aber da sind Stahlpfeile dabei. Hm. Die wollten wir nach Möglichkeit nicht verbrauchen. Vorher. Naja, Madame. Machen Sie mal nicht so viel Aufhebens hier. Das einzig Blöde ist tatsächlich, dass dann, wenn wir um 4 Uhr raus könnten, dann immer noch Hunde da sind. Was das ein bisschen erschwert, rauszugehen und dann von draußen weiterzukämpfen. Ja. Aber gut, es soll ja auch ein bisschen anspruchsvoller werden mit der Zeit, ne? Ich meine, es wäre ja sonst langweilig, wenn's. Ja, das stimmt. Wenn das jetzt genauso wäre wie die 14. Nacht, wäre das langweilig. Und deswegen haben wir ja diesen Vorraum gebaut. Das können sich ja die Leute mit Ahnung von diesem Spiel schon denken, warum wir das gemacht haben. Damit wir besser plündern können. Beziehungsweise, dass wir überhaupt mal plündern können zwischendurch. Ja. Also der Plan ist, dass wir die sozusagen dass wir die reinlassen in unser Haus. Gezielt welche reinlassen. Die dann töten und dann können wir nämlich die Außentüren verschließen und plündern. Plündern, genau. Le Plünde. Ist die Weiterentwicklungsform von Hünde. Okay. In der Kiste befindet sich Fantastisches, ein SMG-Schematic, SMG-Parts, Painkillers und ganz viel Medizinskrams. Also nichts, was wir wirklich gut brauchen. Kannst du denn die SMG? Nein, kann ich noch nicht. Nee, das heißt, ist doch gut. Kannst du sie ja nämlich reparieren. Genau, in der Hinsicht ist es fantastisch. Aber leider nichts für AK oder Sniper-Rifle oder irgendwie sowas. Das wäre auch cool gewesen. Naja. Aber naja, macht nichts. So, das war's. Man nimmt, wir können wieder zurück. Was man kriegen kann. Aber es ist ja dann doch gut, dass wir den jetzt geholt haben, damit du heute Nacht die reparieren kannst. Ist so, Flummi, reparier mir meine SMG. Ja, jetzt mal so spontan und schmeißt nebenbei. Schmeißt du sie raus und dann ist sie weg. Ja, genau, das wär's. Oh. Ein Zombie sammelt sie auf. Zum Glück sind die dumm, nicht so dumm. Also sind sie dumm genug, keine Waffen zu verwenden. Ja. So rum. Sind dann die Banditen, die in Alpha 15 kommen sollen. Die ja auch schon angekündigt sind mit Bildern und sowas. Ja. In Blocks. Aber auch eigentlich nur in den Wastelands vorhanden sind. Das heißt, man kann die ersten Tage einen Bogen um Wastelands machen. Welche sind die Wastelands? Das ist dieses, Burnt Zeug. Eigentlich da, wo die. Nee, nicht das Burnt, sondern da, wo die Stadt dann auch in der Mitte ist. Ach so. Was ist das denn? Heruntergekommen. Das ist halt alles grau in grau mit diesen Ruinen. Wo diese ganzen komplett kaputten Häuser sind. Ach, noch. Okay.
Macht Sinn, kein Dach mehr über dem Kopf hast. Macht Sinn, dass da die Banditen sind. Ja. Also, ich würde auch als Bandit in total zerstörten Gebieten sein und nicht. Naja, aber da ist doch auch die Stadt. Ja, und aber die Stadt ist ja dann in der Mitte des Wastelands. Ja, aber trotzdem, da ist ja nichts mehr. Du bist doch ein Bandit. Ja. Du nimmst dir doch das beste Gebiet. Das ist doch das mit den Häusern. Ja, lässt sich drüber streiten, glaube ich. Ja, ist doch egal. Das ist auf jeden Fall besser für uns, als wenn die jetzt irgendwie hier in einem schönen grünen Wald sich eine Waldhütte bauen würden. Das wird es sein. Warum ist mein Bett weg da? Kommen Sie. Junger Herr, können Sie bitte nicht so viel wackeln? Ich bin nicht gut im Zielen. Mein Crossbow auch mal reparieren. Das ist ja viel schöner, das Shirt. Schick. Na, ah! Meine Güte, da hat sie mich aber überrascht, die Dame. Okay, ich fange an, umzingelt zu werden. Dann möchte ich da nicht mehr mitspielen. Wobei man auch, ich weiß nicht, ob es wirklich dann in Alpha 15 kommt. Ich meine, es gab ja auch schon andere Dinge, die angekündigt wurden und nicht kamen. Was stimmt. Aber es ist ja eigentlich auch fast dann alles, was da kommt, die NPCs. Also, ja, das ist auch ein großes Gebiet, also ein großes Thema. Also viel Inhalt, Content. Ja, vor allen Dingen, es gibt ja die Händler dann wohl. Die sind sicher ein bisschen einfacher zu skripten. Banditen müssen ja auch besser sein als Zombies, also. Sie müssen ja auch gegen Zombies gewinnen, wenn sie selber gegen Zombies kämpfen. Ja, sie dürfen aber nicht so mächtig sein, dass sie einen auf 100 Kilometer Entfernung mit dem Headshot töten. Das wäre kacke. Muss ja irgendwie eine Chance haben. Ja. Und das wird natürlich eine Herausforderung fürs Programmieren der KI, dass sie nicht zu gut werden. Ich esse noch mal kurz was. Ich muss doch mal wieder Wasser holen. Oh, eine Taste. Ach, du bist da gerade dran, okay. Ja, kannst ran. Ah ja. Nee, mach ruhig. Bin schon fertig. Also ich habe jetzt Torched Iron, ich habe Scrap Iron, ich habe Holz, ich habe auch zur Not noch 3 Wood Frames. Ja. Aber eigentlich kommen die nicht durch das Zement, durch den Beton. Meine ich. Steine brauche ich eigentlich gar nicht, egal. Ich habe meine Munition. Ich habe ein Erste-Hilfe-Kit. In der Schnellleiste. Ja, das würde ich mir auch gleich noch reinpacken. Bier zum Wegrennen. Das muss ich mir noch mitnehmen, stimmt. Ja, Kaffee oder Bier. Ja, das habe ich nämlich gerade nicht mehr. Gut, dass du sagst. Und mein Lieblingsknüppel, falls wir keine Munition mehr haben und ich raufhauen muss. Soll ich Iron Arrowheads machen oder Stahl Arrowheads? Eigentlich können wir jetzt schon Können wir Stahl machen. Ne? Oh, Kacke, nee, nicht 500. 150 sind erstmal okay. Was hab ich hier noch? Das kann damit rein. Ich leg meine Federn erstmal hier rein. Ja. Obwohl, da sind 17 Iron Arrowheads, die kann ich dann auch nehmen. Magnum-Zylinder. Hunting-Rifles. Das ist schlechter. Das ist besser als hier. Okay. Das ist diese.
Was sind da noch Stahlpfeile? Sehe ich gerade. Also Stahlköpfe. Okay. Nehme ich mir mal ganz schnell, das war. Schnell. So. Was wäre das? Der Beton. Ach, den wollte ich ja hier in dem neuen fantastischen Zementmischer mischen. Belege ich nämlich nicht mein Inventar damit. Okay, also First Aid Kit hier unten hin. Das wird gescrapped. Ach, das wollte ich noch reparieren, deswegen hatte ich mir die in die Tasche gepackt. Stimmt, das macht Sinn. Waffen sind alle heile. Ich habe Ach, Repair Kits wollte ich mir noch ausnehmen. Ach genau, nehme ich mir auch noch mal die. Ich nehme aber die Hälfte einfach, ne? Dann ist es einfacher. So, Kaffee, haben wir Kaffee? Haben wir Kaffee? Oder Bier? Oder wir haben Bier? Bestimmt, irgendwas Bier. Wird da sein. Ich nehme mir mal einfach ein paar Bier in die Tasche. Ja. Hast du die in die Leiste gepackt unten? Ja. Okay. Das Weil wenn ist es eher ein Notfall, also ich muss jetzt rennen, ich trinke schnell ein Bier beim Rennen. Das stimmt, das stimmt. Ich habe einen Kuchen, der dürfte ja wohl reichen. Ja, ist ja nur, wenn du jetzt nochmal dich vollfutterst, genau, brauchst du den ja eigentlich nicht. Und wollen wir einfach mal anfangen, die ganzen Dosen wegzuessen? Ja. Weil die belegen eh nur gerade Platz und... Mhm. Dann esse ich noch ein Can of Tuna. Genau. So, das kann ich. Grad satt. Mir gefällt mein T-Shirt. So, damit bin ich. Oh ja, blau, schick. Das sieht schick aus. Ah, genau, was sagt meine Rüstung? Habe ich. Genau, ich kann doch Eisenrüstungen jetzt. Ich kann doch jetzt Eisenrüstungen machen. Ach, Leckarmer. Ja, mach mal. Yeah! Woohoo. Yeah! Eisen. Da brauche ich auf jeden Fall Eisen dafür. Geh mal, hör mal auf hier mit dem Unsinn. Ich brauche nämlich Forged Steel mal so 20. Gut. Und definitiv Leder.